Bericht Nummer 7. Auch diese Woche hatten wir wieder ein paar kleine Herausforderungen. Das heißt, wir hatten einmal am Montag Besuch bei uns zu Hause und haben für ihn auch mitgekocht. Und da haben wir es aber ganz einfach gemacht. Da gab es eine sehr, sehr leckere Bolognese-Soße. Und dann gab es halt für unseren Gast ganz normale Nudeln dazu. Und für mich gab es dann wunderbare Nudeln, die aus Karotten gemacht sind. Und so konnte jeder im Prinzip genau das essen, was er gerne wollte. Am Tag danach direkt bin ich dann bei einem Freund abends gewesen und war dort eingeladen und da möchte ich euch einen ganz wichtigen Tipp geben. Versucht die Ernährungsumstellung nicht nur einfach für euch selbst zu machen, sondern erzählt einfach allen, dass ihr das macht. Erstens werden die dann, wenn sie euch mal einladen abends, auch darauf achten, euch entsprechend was zu kochen. Und dann ist es nicht mehr so eine Überraschung. Ihr braucht nicht einfach so tun, als wenn ihr vielleicht irgendwelche Sachen nicht mögt und einfach nicht esst, dass das Ganze richtig funktioniert. Dann bekommt man die Unterstützung und die braucht man. Die Woche als solches war danach aber eigentlich wieder recht leicht. Man isst zwar oft, wenn man unterwegs ist, ein bisschen mehr, als wenn man nur für sich alleine kocht. Dann nimmt man vielleicht mal 100 Gramm zu an einem Tag. Aber wenn man sich insgesamt daran hält, läuft das gut. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob das bei mir die Woche auch gut gelaufen ist. Ich stelle mich mal auf die Waage. Ja, sensationell. 108,8. Das heißt, ich habe jetzt genau 14 Kilo abgenommen in 7 Wochen. Das ist ein sensationelles Ergebnis. Im Schnitt also 2 Kilo die Woche abgenommen. Das finde ich phänomenal. Da freue ich mich riesig. Das hat also richtig einen Schritt nach vorne nochmal gemacht, nachdem ich ja einmal zwischendrin dieses Plateau hatte. Also nicht entmutigen lassen, wenn das passiert. Und jetzt wollen wir natürlich auch mal schauen, ob beim Bauchumfang was passiert ist. So, da ist die Woche eigentlich nicht viel passiert. Das heißt, wir sind wieder so bei 119 cm. Das ist eigentlich so wie bei letzter Woche. Aber das ist ja auch kein Problem. Letzte Woche hatte ich da ja ein gutes Stückchen verloren. Auch das natürlich nicht ewig in die richtige Richtung. So. Und dann schauen wir mal. Wir sind jetzt hier bei 42,5. Und das ist auch ein ganz tolles Ergebnis. Da bin ich auch richtig mit zufrieden. Der Halsumfang hat auch leicht, das geht natürlich jetzt langsamer, das kann nicht mehr in Zentimeterschritten direkt gehen, sondern das geht einfach stetig und langsam in die richtige Richtung. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, ganz wichtig für alle, die neu sind, abonniert meinen Channel bitte und geht auf meine Blogseite, da erfahrt ihr noch viel, viel mehr drumherum, das ist www.abnehmen-halten.de. Ich wünsche euch jetzt noch einen ganz tollen Tag und ja, euer Bernd Regard.